Hallo, dies ist Predixi und es geht weiter mit Yoshi's Island. Heute mit dem ersten Level der dritten Welt. Eine Dschungelwelt, Affenterror, ja. Ja, eine Welt, auf die ich mich jetzt nicht unbedingt gefreut habe. Eben genau wegen den Affen. Was diese Affen können. Mir wäre es lieber, wir würden es nicht an einem direkten Beispiel herausfinden. Erfahrungsgemäß werden wir es aber dennoch. Was zum Beispiel an den Affen schön ist, hier können wir sie noch zu Eiern verarbeiten. In späteren Yoshi's Island Teilen ist das, wenn ich mich recht erinnere, nicht gegangen. So, jetzt haben wir hier schon mal das Erste, was wir machen können. An Bäumen hängen und alles Mögliche nach uns werfen. Da sind diese kleinen Kakteen noch das Netteste. Ja, in der letzten Folge ist es rein, was die 100% betrifft, eigentlich ganz gut gelaufen, allerdings hat es halt wieder eine Weile gedauert. Wie gesagt, es tut mir an sich auch leid, dass ich bei den Leveln so ewig brauche, aber ja, auch wenn nicht blind im Titel steht, es ist einige Jahre her, dass ich Yoshi's Island gespielt habe. Dementsprechend weiß ich über die Level an sich nichts mehr. Da werfen sogar mit Bomben nach uns. Ich mag keine Affen. Na, Moment mal. Na komm. Komm jetzt. Geht doch. Auch ganz bezeichnend für das dritte Gebiet dieser, ich sag mal, lehmige Boden. Wow. Da war ein Fisch. Ja, das hat man gesehen, dass man da unten durch kann. Sieht man auch so ein bisschen an der Wassertextur. Dass da unter diesen lehmigen Blöcken nichts weiter war. So, was haben wir denn hier oben? Ein Bonusgebiet mit normalen Eiern, okay. Ja, mit normalen Eiern kann ich mich abfinden. Ich habe nur gerade irgendwie das Gefühl, okay, das war interessant, zwar komplett optional, aber nicht schlimm, wieder ein paar Leben mehr. Auch wenn ich hoffe, dass wir den Game Over Bildschirm in diesem Let's Play niemals sehen werden, ja wobei doch, spätestens wenn wir die geheimen Level machen, wird das wahrscheinlich passieren. Du nervst mich nicht, aber ich will mal hoffen, dass es, wenn wir die normalen Level durchspielen, nicht passieren wird. Na gut, ist die Melone halt weg. Mir auch egal. Gut, was man aber auch zum dritten Gebiet sagen muss. Hier erwartet uns, ja, hier erwarten uns meine beiden Lieblingsbosse. Also hat das Gebiet doch irgendwo was Positives. Sowas können wir damit auch auslösen. Ich glaube, das habe ich eh alles schon mal demonstriert. Du bist still da oben. Aber keine Münze, okay. Haben sie die Pflanze beschützt? So, dann haben wir wieder eine ganze... Hä? Seit wann kann man eine Melone so runterfallen lassen? Das wusste ich nicht. Als hätte ich jetzt Mats an dem vorbeigeschossen. Schon klar, Spiel. Schon klar. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Aber noch eine rote Münze. Die Kamera, die sich nach oben verschiebt, deswegen ich hier nochmal nachsehen? Nein, auch nichts. Ja, den Affen könnte man theoretisch vorbeilaufen. Ich weiß schon. An sowas dann doch eher nicht. Wow. Was haben wir jetzt da? Ach, da war noch ein Affe. Nein. Aus meinem Weg. Interessanterweise lassen die sich durch draufspringen auch nur temporär
naja, paralysieren wäre das falsche Wort, aber sie liegen halt dann kurz bewegungslos am Boden. Wenn man dann nochmal drauf steigt, dann ja, du mich auch. Dann zieh dich. Das war interessant. Okay, auf der Plattform haben wir nichts. Ich wusste es. Haben die mich jetzt wirklich zum Schluss nochmal... Ja, und irgendwo eine Wand, oder? Wo ich das Ei noch schnell rot färben könnte. Nein, ich könnte mich lediglich nochmal um den Stern erleichtern lassen. Ach komm jetzt. Jetzt haben die mich zum Schluss nochmal erwischt. Alles gefunden. Trotzdem keine 100%. Haben wir hier nicht vielleicht nochmal so ein Sternpäckchen? Und so einen Gegenstand habe ich auch nicht, ne? Nein. Allerdings habe ich was anderes. Moment, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. So, hier haben wir doch immer noch die Affenschaukel, oder? Die Affenschaukel. Nein, jetzt ist die Affenschaukel auch weg. Ansonsten hätte ich jetzt die Affen einfach nicht fangen lassen. Und hätte sie dann einfach mit dem Powerblock in Sterne verwandelt. Aber den einen zu verwandeln, nützt jetzt auch nichts mehr. Schade. Achso, ja, ich glaube, wenn ich den einen verwandle. Moment. So, aus dem ist jetzt eine Wolke geworden, aber da sind ist eine Münze drin. Durch sein dummes Missgeschick, aber gefunden haben wir alles. Von daher. Natürlich nicht. Na gut, die richtig guten Sternengegenstände bekommen wir sowieso erst in dem späteren, in dem Bonusspiel, das wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Das wäre nämlich dann 20er. Aber naja, vielleicht kriegen wir ja dann in dieser Folge tatsächlich mal 3 Level unter. Wäre doch schön. Lanzenlambada. Und ja, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, in dem Gebiet quasi durchgehend dieselbe Musik. Stört mich persönlich aber nicht. Die Yoshi's Island Musik ist, finde ich, eine Musik, die einem nicht wirklich auf die Nerven gehen kann. So. Mag ich schon mal so einen guten gezielten Schuss? Nein, davon lasse ich mich nicht verarschen. Danke, Spiel, für den Versuch. So. So. Und Verwundbarkeitszeit der Gegner. Immer gut. So, hier haben wir neue Plattformen. Die können wir mit Eiern treffen oder drauf stampfen. Und dann, naja. Das war mies. Mal wieder ein paar neue Gegner. Also wenn die Gegner schon auftauchen, bevor ich sie überhaupt treffen könnte, empfinde ich das doch als einigermaßen ungerecht. Aber naja, ist ja nur meine Meinung. So. Die lieber auch nochmal aktivieren und sehen, ob sich hier vielleicht irgendwas Geheimes befindet. Nö, war nur um über die Urwaldschallgäste zu kommen, da ist eh nur wieder ein Leben drin. Oder auch ein Schalter, der mich wohin bringt. Ein Gebiet mit diesem Hund. Kann der schwimmen? Naja, mehr oder weniger. Naja, er bringt mich zumindest darüber. Wenn ich jetzt nicht gerade komplett... Wow. Das war nicht mein Plan. Und wenn ich es jetzt nicht komplett übersehen habe, dann... Wenn meine Wahrnehmung mich nicht komplett getäuscht hat, sagen wir so. Ja, toll. Tolles Geheimnis. Super. Führt mich weg von der Blume. So. Die bräuchte ich.
Man dankt. So. Bei solchen bei den Farben der Plattform war ich zugegebenermaßen früher mal etwas verwirrt. Weiß nicht, für mich stand dann ab gewissen Stellen im Spiel immer rot für schnell, aber man sieht das irgendwie immer komplett durchgemischt. Naja, kann man nichts machen. Da wollte Yoshi seinen Flatterflug gerade einfach nicht weiterführen. Hätte mich schon wieder ein Leben kosten können, wie ich mich kenne. So, diese und deren Schild können die natürlich auch nutzen. Wenn wir nicht versuchen, die mit der Zunge von vorne zu erwischen oder mit einem Ei, dann können die das einfach abblocken. Genau so. Das da oben ist verdächtig, ist aber nichts. Du drehst dich nicht mehr um. Du wirst nie wieder irgendwas tun. So, komm schon. Nein! Verzieh dich. Mag es bloß nicht. Okay, Moment. Das letzte Level hat mich damit vielleicht noch kriegen können, aber dieses hier nicht. Ich brauch dringend wieder diese Sterngegenstände. Die gab's zwar, wie schon mal erwähnt, in den ganzen neuen Yoshi's Island Spielen nicht mehr. Also, man muss schon sagen, die neueren Yoshi's Island Spiele haben zwar an Schwierigkeit zugelegt, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Was man aber auch zu ihnen sagen muss, die Art der Schwierigkeit ist halt schon eine nervige. Oh Gott. Gut, dass hier nochmal so eine Blume ist. Relativ viel Aufwand mal wieder. Allerdings in diesem Fall halt wirklich unnötiger Aufwand. Einfach nur, weil ich zu blöd bin, um zu treffen. Also, wenn ich schon kann, lasse ich mir meine 100% an der Stelle jetzt aber auch nicht mehr nehmen. Wäre ich ja blöd. Wenn ich so ein Level schon nicht nochmal lösen muss. Ja. Ja, Spiel. Wieso? Danke, so. Was? Ja, dann lasse ich mir meine 100% nicht mehr nehmen, ne? Wie man unschwer erkennen kann. So. Wo habe ich jetzt diese Münzen übersehen? So, ich brauche ein bisschen mehr, fürchte ich. Okay. Wo sind diese Münzen? Jetzt das Spiel. Wo sind die Münzen? Drüben waren welche. Du verziehst dich. So. Hier lang. So. Also. Lassen wir uns das Ganze doch einmal rekapitulieren. Hier haben wir angefangen. Es muss ja wohl wieder irgendein, das war interessant, irgendein Geheimgang sein. Das war definitiv so gedacht. Ich sehe hier aber nichts. Was haben wir denn hier? Wir haben diese Plattformen.
Hey, wir hatten vorhin diesen Geheimgang, aber da war ja sonst nichts, oder nicht? Hier oben ist nichts. Da war nur der Geheimgang. Außer natürlich, Moment, da oben könnte vielleicht noch was sein. In Ecken. Nein. Hier oben auch nicht. So, du kannst verschwinden. Da kann ich natürlich nicht mehr rein. Jetzt blöd. Also noch blöder, sagen wir so. Solche Steine konnte man auch nicht rein. Daran hätte ich mich dann doch erinnert. Da ist auch nichts. Wo sind denn diese Münzen? Oben ist auch so nichts mehr. Unter der Leiter hier war auch nichts. Nein, Leitertreppe. Da habe ich auch schon überprüft, ob da was ist. Hä? Ah. Tu. Gut, dass ich nochmal da hochgesprungen bin. Mein Gott. Ballon, ja. Oh. Oh. Das kann doch jetzt nur gut werden. Jetzt hätte ich echt gern wieder einen Nintendo-Controller. Super Nintendo. Nein, das verliere ich wieder. Der geht jetzt wieder zu mir rüber. Ja, naja, jetzt ist es vorbei. Oder? Ah. Geh kaputt. Danke, wow. Das war jetzt aber auch knapp. Ich krieg sogar eine spezielle Animation. Weil es so knapp war, oder was? Ich habe noch nie diese Animation bei Yoshi gesehen. Schön, dass es eine Aufnahme ist. So, gut. Weg mit dir. Das war so gedacht. Du kannst dich ebenfalls verziehen. Und ich verziehe mich aus diesem Level. Nein, aber grundsätzlich... Naja, ich kann nicht sagen, dass es schlecht versteckt wäre, weil... Ja, ich meine, diese Baumkrone da oben... Das ist einfach zu auffällig. Ja gut, da das bisher recht gut gelaufen ist, werden wir dieses Level auch noch machen. Wasserspiele. Na dann auf. Man hat's auf dem Bildschirm sehen können, wer uns hier wieder erwartet. Ein Gargantua-Blag. So, hier möchte ich gerne ins Wasser. Okay, ist anscheinend nichts weiter. Ah, da haben wir ihn ja schon. Hallo. Hat ihn jetzt aber auch vehement verteidigt, ne? Ist dem das nicht ein bisschen zu klein da in dem kleinen Becken? Hier war aber sonst nichts, ne? Ins Wasser brauche ich gar nicht gehen, weil seine Trefferkiste natürlich auch im Wasser noch weitergeht. Auch
das war natürlich wieder vollständig so gedacht, geplant und, naja, perfekt halt durchgeführt. Der kriegt gar kein Geräusch mehr. Schön. Die kriege ich nicht unter das Wasser gestampft. Du kannst dich wieder verziehen. Und der traut sich jetzt nicht raus, weil... weil ich direkt über ihm bin, okay. Na gut, habe ich auch mal verstanden, wie dem seine Programmierung funktioniert. Jetzt habe ich natürlich wieder Sterne verloren, das ist ungut. Ah, also momentan... habe ich mich hier komplett ohne... ohne irgendeine Unterstützung seitens Sternengegenständen. Oh! Sag mal, wo wollte der jetzt eigentlich hin? Jetzt habe ich ein Problem. Du, ich bin schon ein Stück weiter. Krieg hier außer den Affen aber auch gerade wirklich gar nichts, ne? Okay. Ui, da ist er ja. Habe jetzt schon einen kleinen Schreck gekriegt. Danke für die Sterne. Ich kann sie momentan tatsächlich auch brauchen. Darf ich da nicht hoch? Nee, ganz knapp nicht. Was haben wir hier Schönes im Wasser? Nichts. Ah, drüben sehe ich ihn schon wieder. Was macht man eigentlich, wenn man keine Eier mehr übrig hat? Ich glaube, wir haben hier nirgendwo solche Pflanzen übrig. Das ist dann schon irgendwo ein bisschen gemein. Nee, nee. Bleib ruhig unten. Bleib ruhig unten. Da gefällt es mir am besten. Ah, bald haben wir noch was wesentlich Schlimmeres als diese Wasserblarks. Auch schon eingeführt. Das sind nämlich. Da können wir nämlich einfach mal das wahrscheinliche Muttertier ärgern. Daraufhin flüchten die alle panisch und ja, wir können die Kleinen als Eier nutzen. Die haben allerdings eine etwas spezielle Flugbahn, die wir wahrscheinlich auch gleich ausnutzen müssen. Und noch mehr Gegner? Ich bin schon immer wieder beeindruckt, wie dieses Spiel... Nein! Oh Gott. Wie dieses Spiel seine Gegner präsentiert. So, jetzt brauche ich den Gegner. Krieg ich den da überhaupt hingespuckt? Nee. Krieg ich gar nicht. Da, der Gegner hat diese spezielle Eigenschaft, wenn man auf den drauf tritt, dann spuckt er Kerne. Okay, den Trick darf ich jetzt nochmal hinkriegen. Nee. Ah, Mist, ich wäre hochgekommen. Kleinen Moment. Der Yoshi nicht flattern. Es macht auch unglaublichen Spaß, da unter den Gegnern so durchzuflattern. So. Sehr gut.
denke, hoffe, weiß aber nicht, ob ich damit jetzt alle erwischt habe. War da überhaupt eine rote Münze drunter? Wahrscheinlich war da nicht mal eine. Und ich habe mich jetzt komplett umsonst angestrengt. Das hier sieht irgendwie seltsam aus. Ich weiß auch nicht. So ein Riss im Schlamm. Von denen hätte ich gerne nochmal ein Dankeschön. Ich kann mit deren Flugbahn zwar absolut nicht umgehen, aber versuchen kann man es trotzdem. So, und hier wäre ich jetzt erstmal... Okay. Ich habe ein bisschen... Ich mache mir ein bisschen Sorgen bezüglich... Nee, ich glaube, das soll ich noch gar nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Da kann man nicht rein. Und ich habe gerade verstanden, was das mit dem Tunnel da drüben auf sich hat. Wenn wir jetzt nämlich die Brücke hier hinmachen würden, kämen wir an die... Blase da, glaube ich, nicht mehr ran. Und die brauchen wir einerseits, um... nicht da lang zu kommen. Aber, wenn wir den Helikopter haben, passen wir da durch. Erstmal wieder ins Wasser. Na gut, aber ich habe es auch auf andere Weise gekriegt. Zwar komplett unnötig. Oh, sag mir nicht, dass ich jetzt wieder den richtigen Weg gegangen bin. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Wenn ich die Brücke dahin mache, komme ich an den Helikopter gar nicht mehr ran. Das kann nur optional sein. Naja, jedenfalls haben wir wieder eine neue Verwandlung. U-Boot Yoshi. Der ein ziemlich, wie man sehen kann, ein ziemlich großes Problem damit hat, getroffen zu werden. Und seine Torpedolenkung ist absolut grottig. Möchte ich sagen. Doch, ich möchte sagen, sie ist grottig. Die sind zwar zielverfolgend, aber ihr seht, wie unfassbar langsam die sind. Und die halt mit denen dann so zu... Ja, die sind ganz knapp schneller als man selber. Also wirklich gut angreifen kann man damit nicht. Die Gegner will man damit gar nicht angreifen. Denn wenn die getroffen werden, plustern die sich auf. Wie man es halt so kennt von Stachelfischen. Wow. Dass es von den Cheep Cheeps auch verfolgende Varianten gibt, wusste ich gar nicht. Hier will ich weg. Nein. Okay, Game Over. Oder auch nicht. Ich lebe. Ich lebe. Hä? Wir sind mittlerweile im dreistelligen Bereich. Auch schön. Ja, und wenn ich mich dann immer noch daran erinnern könnte, wo was rot war und wo nicht. Naja. So, die will ich erledigen, denn die waren ja zielverfolgend. Euch will ich auch erledigen. Euch ebenso. Dich auch wieder. Dich will ich in Ruhe lassen. So. Eieieiei. Ach, hat sich wieder die Engine von selber umgestellt? Ich kann es mir nämlich vorstellen. So. Ah, da haben wir... Ja, und jetzt wäre ich wieder komplett zurückgeworfen, weil ich zu lange gebraucht habe. Wie soll ich denn aber auch matzmäßig schneller sein? Das U-Boot ist langsam, unhandlich zu steuern, fast schon so unhandlich wie der Helikopter. Wieso kann ich meine eigene Waffe überholen? Wieso bleiben die Gegner nicht tot? Eieiei. So, wir sind wieder hier. Ist drauf. So, das lassen wir erstmal passieren. So. Ja, dieser Schwung. Ich komme mit dem Schwung einfach nicht zurecht. Ich kann das kaum abbremsen. Und dabei ist er noch nicht mal
Ja. Ne? Am Arsch. Wow, wie oft soll ich denn diese Passage jetzt noch machen? Wobei ich sagen muss, was die Verwandlungen betrifft, gefällt mir halt auch immer noch das, was Yoshi's Island, also das Original, macht. Wesentlich besser als das, was die moderneren Teile machen. Wir haben halt hier trotzdem, auch wenn wir solche Verwandlungen haben, sie sind halt trotzdem immer noch in das Level gewissermaßen eingebunden. Bei den neueren Teilen sind es immer so extra Passagen. Muss ich sagen, gefällt mir eben die Variante in dem Spiel, in dem Spiel besser. Eben deswegen, weil es halt hier direkt im Level auch vorkommt. Weil nicht so abgekapselt ist. In den anderen Spielen hat es irgendwie dann auf mich gewirkt wie so eine Art Bonusspiel. So. Mach an hinne. Und vor allem, ich habe mich nicht mal bewegt. Und dann kommt schon dieser Fisch wieder daher von wegen, oh, du bist getroffen worden. Habe ich gehört. Komm schon, komm. Wir lassen es hinter uns. Und sehe ich das gerade richtig? Oder erinnere ich mich gerade richtig, dass wir gerade mal eine rote Münze hier gefunden haben? Wieder ein neuer Gegnertyp? Ach, ja, mir fehlt wieder was. Ich hab's ja verstanden. Deswegen möchte ich die anderen Sachen trotzdem noch zumindest suchen und finden. Überwasser-Cheep-Chips. Wieder neue Gegner. Wow. Ich kann die so mit den Dingern mit einem Schlag vernichten. Ja, die sind schon ziemlich stark. Ist wahrscheinlich auch eine ganz andere Masse, die da zuschlägt. Eine Blume. Haben wir hier unter Wasser noch irgendwas? Nee, da können wir auch nicht rübertauchen. Jetzt hätte ich da... Ja, ich hätte wahrscheinlich da drüben, wo die Affen waren, einfach auch rüberfliegen müssen. So, was haben wir hier in diesem Gang? Einen Gegner, der wahrscheinlich... So, zwei rote... Ja, wieder eine rote Münze bewacht. Okay. Na, ich schätze mal, wir werden jetzt dann gleich das Ziel finden und... Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, aber... Das hier scheint der richtige Weg zu sein. Die rote Münze. Ziemlich umständlicher Weg nach unten. Das hier sagt mir jetzt schon wieder, wir sind kurz vorm Ziel. Ich weiß nicht, irgendwie bei so offeneren... Ja gut, dann halt nicht. Bei so offeneren Gebieten denke ich mal automatisch ans Ziel. Kommt nur her. Den zweiten erwische ich auch noch. Wenn ich hier anständig durch kann. So. Ja. Ja, mach du nur. Er kann uns halt leider auch unser Baby klauen. Scheinen wieder, das ist natürlich, da freue ich mich. Das ist sehr schön. Wie, ich kriege jetzt nicht mal was hierfür, oder was? Wofür war die ganze Sache dann? Achso, ja, damit es schön aussieht, dass die da hin und her springen. Okay. Das ist natürlich absolut wichtig und unumgänglich, das schöner zu gestalten. Optik ist ja wichtig. So, jetzt dürfen wir uns hier erstmal nochmal durchdampfen. Ich meine, nach oben können wir ja. Und kriege ich eine... Nö, natürlich kriege ich keine rote Mütze. Brauche ich auch nicht. Macht euch nicht die Arbeit. Wow.
Ich weiß, ich sag ziemlich oft wow in diesem Let's Play, aber ich weiß nicht, wie ich meine Erschütterung über so manche Vorkommnisse sonst anzeigen soll. Ja gut, und in dem einen Versteck, das ich nicht gesehen habe, in der Wolke war wahrscheinlich die Blume. Und zwischen den ganzen Münzen war unsere letzte rote Münze. Verkackt. Na, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, im ersten Level getroffen worden, deswegen keine 0%. In dem Level habe ich mich vertan. Ungut. Um nicht zu sagen schlecht. Ja gut, ihr seht schon, wer unser nächster Boss sein wird. Ein Frosch. Ja, damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Yoshi's Island. Ich bin Exi. Bis dann, Leute. Ciao.